Brüder und Schwestern in Christus, ich möchte am Anfang ein kleines Experiment machen. Ich bin mir dessen bewusst, dass ihr es nicht gewohnt seid, dass man Fragen beim Gottesdienst antwortet. Aber ich möchte euch einladen. Vielleicht möge jeder jetzt aufzeigen, der in sich das Bedürfnis spürt, heilig zu werden. Es gibt so eine Einladung. Willst du heilig werden oder nicht? Und wer heilig werden, bitte die Hand aufgeben. Also ich will's. Ja, funktioniert nicht schlecht. Ich vermute, die meisten trauen sich einfach nicht oder haben so die Vorstellung von Heiligkeit, die auch sein kleiner Junge hatte, der gefragt wurde, willst du heilig werden? Dann hat er Antwort gegeben, nein, ich will nicht heilig werden, ich will nicht, dass mich so alte Omas auf den Bildern küssen. Das war so eine Vorstellung von der Heiligkeit, die nicht unbedingt das ist, was man sich wünscht. Aber vielleicht ist es etwas anderes. Vielleicht bist du dir dessen bewusst, dass diese Heiligkeit etwas Fernes ist. Also man muss sterben, normalerweise, um heilig gesprochen zu werden. Und deswegen die zweite Frage. Würdest du dich darauf einlassen, wenn Gott dich einladen würde, heute heilig zu werden, also dass du stirbst? Ja, also ich nicht so. Ich habe andere Pläne für den Nachmittag, offen gesagt. Aber das ist etwas Schwieriges, sich darauf einzulassen. Und das hat viele Gründe. Also niemand will sterben an und für sich. Manche vielleicht, aber die meisten nicht. Was ist eigentlich diese Heiligkeit? Was ist das, was wir heute feiern? Das ist immer die Frage, die ich mir stelle, wenn da so Massen auf den Friedhof strömen. Ist keine sehr verkehrte Tradition, also die Hoffnung, dass alle irgendwann heilig werden. Aber das ist eigentlich nicht der Inhalt, sondern das, was wir im Evangelium hören. Es gibt so einen polnischen Philosophen, ich habe das Glück, die Sprache zu kennen, der heißt Józef Tischner, ist ein Priester, er ist schon auch auf der anderen Seite, ist schon gestorben. Ein sehr Bekannter in meiner Heimat, er hat sehr bewegende Aussagen gehabt. Und zum heutigen Evangelium hat er etwas sehr Interessantes gesagt. Dass im heutigen Evangelium der Lobpreis Gottes auf uns Menschen erklingt. Weil das ist das, was Jesus ausspricht, der Sohn Gottes. Und das ist das, was Gott in uns sieht, was des Lobes würdig ist. Und das ist ein bisschen erschreckend, wenn man schaut, was Gott da eigentlich lobt. Also nicht die Klugheit der Theologen, nicht die Schönheit um uns herum, nicht einmal das Gute, sondern was lobt hier Gott? Die Armut, die Trauer, Menschen, die unter Gewalt leiden, die Hungrigen, die Dürstigen, die, die keine Gerechtigkeit erfahren und so weiter und so fort. Und wenn man das vor Augen hat, muss man sich fragen, warum Gott so etwas in uns lobt. Also es gäbe auch andere Gründe, ich sehe an mir auch andere Seiten, die des Lobes würdig sind. Also ich bin stolz auf einige Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, auf andere nicht so, aber ein paar Punkte könnte ich ihm schon geben, ihm sagen, wofür er mich loben könnte. Aber Gott geht seine eigenen Wege und er lobt in uns etwas anderes. Um noch einmal genau zu sehen, dass Gott es wirklich ernst meint, lade ich euch wieder zur ersten Lesung ein, auch wenn sie ein bisschen abgefahren ist, weil das ist das, was wir uns unter Heiligkeit so vorstellen. Wir sind alle im Himmel, haben schöne weiße Kleider, singen Liedchen und es ist einfach toll. Es ist die Vorstellung, die man sehr oft hat, wenn man an den Himmel denkt. Aber wie kommen diese Leute da an? Habt ihr euch das schon mal gefragt?
Es steht in der heutigen Lesung, ganz am Ende, ein toller Satz. Über die Heiligen, die da in weißen Gewändern sind und den Lob Gottes singen. Es sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Und wenn sie sich gewaschen haben und diese Gewänder weiß gemacht haben, das heißt, sie sind da an der Himmelspforte dreckig angekommen. Da muss der heilige Petrus wieder so ein bisschen schrubben und so weiter. Das ist so meine Vorstellung, ein bisschen kindisch vielleicht, aber das sind die Bilder, die auch die Bibel verwendet. Die kommen im Himmel nicht so toll an. Voller Dreck, abgemüht, durch das ganze Leben gegangen, nicht besonders schön zum Ansehen. Und Gott ist derjenige, der dann das herausholt, was in uns wirklich steckt. Das ist dieser Weg, den uns die Bibel beschreibt. Also heilig zu sein bedeutet nicht so sehr perfekt zu sein. Lass es dir nicht einreden. Das ist Quatsch, das ist Häresie. Heilige müssen nicht perfekt sein. Das mag ich an unserem Papst, dass er sich das auch gönnt, Fehler zu machen. Der Papst Franziskus. Er hat so manchmal so seine ein paar Sätze, die er spricht, die ihm wirklich irgendwie nach hinten losgehen, nicht wie er sich das gedacht hat. Er muss dann, also der Federico Lombardi ist ein Pressesprecher, der muss dann irgendwie das alles gerade biegen, weil ja, der Papst da manchmal auch Fehler macht. Er darf es. Ich finde es gut, dass er das auch zeigt. Ist zwar nicht das Ziel im Leben, immer Fehler zu machen, aber ja, was soll's? Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Das hat Jesus von seinen Jüngern nicht gefordert. Sonst hätte er sich bessere ausgewählt als diese, die wir als Apostel kennen. Verräter, Mörder und andere. Also, und gescheit waren auch nicht alle. Heiligkeit ist nicht etwas Abgehobenes. Das ist dein Alltag, wo du dich finden kannst. In diesen kleinen Gesten, die du anderen zuteil werden lässt. Daran entscheidet sich, ob du heilig bist oder nicht. Nicht daran, ob man große Sprüche klopfen kann oder nicht. Das kann jeder. Das ist kein Problem. Sich gut darzustellen vor anderen, das ist auch ein Bedürfnis, das wir haben, aber das hat mit Heiligkeit nichts zu tun, wie dich andere sehen. Sondern vielmehr darauf schauen, wo ich selber vielleicht so bin, wie Gott mich sieht in den Seligpreisungen, wo ich selber arm bin, hungrig, durstig, unter Gewalt leidend, Unfrieden in mir oder sonst was. Und ich sage das, ich bin zwar nicht alt, aber aus meiner bescheidenen Lebenserfahrung, deine größte Schwäche, also meine größte Schwäche, ist auf jeden Fall mein Weg zur Heiligkeit. Daran, wie ich mit dieser Schwäche umgehe, entscheidet sich meine Heiligkeit. Und genau so kann es bei dir sein. Und es geht nicht darum, am Ende des Lebens zu sagen, ja, ich habe diese Schwäche gehabt, aber ach, ich habe es geschafft, na, am Ende des Lebens, perfekt. Na, darum geht es nicht. Sondern wenn du, was weiß ich, wie der heilige Franziskus, Abneigung gegen Aussätzige hast. Also heutzutage gibt es nicht so viele, aber er hatte so eine Abneigung. Dann hat sich da entschieden, ob er heilig wird oder nicht, wie er mit den Aussätzigen umgeht. Und dann darüber hinaus, weil das war eine bisschen tiefere Abneigung gegen so viele andere Sachen, die sich an dem Umgang mit den Aussätzigen zeigte. Er ist der Sache auf den Grund gegangen und hat versucht, nach seinen bescheidenen Kräften, hat auch ziemlich viele Fehler gemacht, einfach diesen Weg zu gehen, wo ihn Gott wirklich herausfordert. Das ist sehr unangenehm, weil zuerst muss man sich eingestehen, ich
bin schwach. Und wenn du der Meinung bist, du bist stark, schön für dich. Aber ich garantiere, das Leben zeigt dir früher oder später was anderes. Ich wünsche es niemandem, aber es ist so. Und was dann? Es ist viel nützlicher, sich mit der eigenen Schwäche zu beschäftigen. Zu sagen, ja, da bin ich ein bisschen armselig. Aber ich nutze dieses als eine Chance, um heilig zu werden. Nicht perfekt, sondern heilig. Ich habe auch so meine Probleme mit manchen Mitbrüdern. Und ich weiß, in einer Gemeinschaft, ich habe mich freiwillig dazu entschlossen, sein Leben zu füllen. Und daran, wie ich mit diesen schwierigen Brüdern umgehe, ob ich mich auf sie einlasse, ob ich ihnen wenigstens ein bisschen Liebe zeige, daran entscheidet sich mein Leben. Das weiß ich ganz genau. Und das ist jeden Tag schwierig. Und wenn wir dann irgendwo mehr Brüder zusammenkommen, noch schwieriger, weil da gibt es noch mehr Individuen und nicht alle kann ich leiden. Es gibt auch viele, die mich nicht leiden können. Ist auch in Ordnung. Wir müssen uns nicht gerne haben, sondern lieben. Gehört auch manchmal dazu, sich gerne haben zu lieben, aber es ist nicht gleichzusetzen, damit es klar ist. Jemanden wohlwollend begegnen. Das ist das, was ich mich jeden Tag frage. Wie kann ich diesem Bruder, mit dem ich wirklich nichts anfangen kann, wohlwollend begegnen? Ihn für ihn etwas Gutes wollen und für ihn etwas Gutes tun. Ihm beizustehen in seiner Armseligkeit. Das heißt nicht, dass ich besser bin, sondern das ist meine Entscheidung, die ich für ihn treffen will. Und ich lade euch dazu ein, schaut euch heute vielleicht diese Seligpreisungen an. Es ist schönes Wetter, kann man beim Spazieren nachdenken, wenn man zum Grab der Verwandten geht oder einfach zum Friedhof oder sonst wie unterwegs ist. Und schaut, wo meine Armseligkeit ist, wo sich meine Armut, meine Schwäche zeigt. Und versuch es als deinen Weg zu sehen heute. Vielleicht wird es morgen anders sein, aber versuch heute diesen Weg zu gehen, zu dem Gott uns alle einlädt. Und dann wird Gott auch Grund haben, dich selig zu preisen, wenn du diesen Weg gehst. Nicht, weil ihm deine Armut so und Schwäche gefällt, sondern letzten Endes das, wie du damit umgehst. Das ist die Einladung, die ich am heutigen Fest aussprechen kann. Vor allem an mich selbst, weil es nicht immer einfach ist, sich aufzuraffen, aber auch an dich. Du bist auch gemeint. Auch dich lädt heute dazu ein. Er fordert dich heraus.